Sie sollten möglichst nicht unter Stromausfällen leiden. Sie sollten auch nicht in Brand geraten. Ja, überhaupt sollten Sie so sicher wie möglich sein. In Rechenzentren lagert von digitalen Überweisungen bis zu Produktionsplänen alles, was Unternehmen lieb, teuer und vor allem geheim ist. Das bisher modernste Salzburgs wird derzeit gerade in der Landeshauptstadt gebaut von einer Tochterfirma der Salzburg AG. Und es wird ein ziemlich aufwendiger Datentresor. Unmittelbar hinter dem Druckzentrum in Salzburg-Max-Glan entsteht seit September das Gebäude, in dem ab Mitte des Jahres Salzburgs modernstes Rechenzentrum untergebracht sein wird. Auf 2000 Quadratmetern ist Platz für 10.000 Server, also für Computer mit Festplatten, auf denen sensible Daten gespeichert sind. Sicherheit wird groß geschrieben im neuen Rechenzentrum. Codekarten und das bei jedem Menschen einzigartige Muster der Handvenen stellen sicher, dass nur Personen mit Berechtigung in den Computerbereich gelangen. Hier stehen die Server mit den wertvollen Daten von großen und kleinen Unternehmen, nicht nur aus Österreich. Wir haben entsprechende Zutrittskontrollmechanismen zum einen, aber zum anderen auch ein entsprechendes Brandschutzkonzept. Unter anderem eine Brandfrüherkennung und eine Löschanlage. Das heißt, wir haben mit einem Spezialgas eine Löschung in den Rechenzentren, sodass die Computer, die Server, die Infrastruktur nicht beschädigt wird. Ein Kunde, der seine Daten ins neue Rechenzentrum schickt, ist ein Salzburger Unternehmen, das jährlich 10 Millionen Zahlungen mit Kredit- und Bankomatkarten mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro abwickelt. Ja, wir als Zahlungsverkehrsunternehmen unterliegen strengen Zertifizierungsrichtlinien, auch seitens der Nationalbank. Und aus diesem Grund ist es für uns wichtig, einen lokalen, flexiblen Partner für die Datenhaltung und Datenverwaltung zu haben, um die hohe Verfügbarkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu garantieren. Das Rechenzentrum kostet einen zweistelligen Millionenbetrag. Und der Betrieb ist auch nicht billig. Die Computer und ihre Sicherheit fressen viel Strom. Auch wenn ein ausgefeiltes Energiesparkonzept den Bedarf erheblich senkt, nämlich auf den Verbrauch von 2500 Haushalten. Wenn man bedenkt, dass das neue Rechenzentrum ungefähr den halben Energiebedarf des alten Rechenzentrums benötigt, dann haben wir hier einen massiven Kostenvorteil. Diese erreichen wir durch den Einsatz einer hochmodernen Klimatechnologie. Die Abwärme der Computer wird genutzt, möglichst energieeffizient genutzt, sodass wir mit der Abwärme das bestehende Bürogebäude doch 3 Stockwerke mit relativ vielen Quadratmetern beheizen werden. Mitte des Jahres wird das neue Rechenzentrum in Betrieb gehen. Schon jetzt haben Firmen die Hälfte des verfügbaren Platzes im modernen Datentresor gemietet.